Hallo, Hallöchen. Heute möchte ich nochmal einen Wassereffekt machen mit UV-Harz, aber oder einen Tropfeneffekt. Dazu fülle ich mir jetzt einmal meine erste Schicht UV-Harz in meine Form. Eine dünne Schicht. So einmal überall ein bisschen verteilen. Ich kann auch mein Silikonpinsel zur Hilfe nehmen. Ich finde den mega super. Wenn hier jetzt noch Bläschen drin sind, finde ich das gar nicht schlimm, weil es verstärkt den Effekt noch. So. Dann nehme ich meine Lampe. Ich mache meistens 30 Sekunden, dann bin ich auf der sicheren Seite. Für die dünne Schicht kann ich auch etwas kürzer machen. Mal vorab so ein Effekt gibt das. Ich weiß gar nicht, ob man das richtig sieht. Meine Form ist schon ein bisschen matt geworden. Aber seht ihr die Tropfen da drin? Ich finde die so genial. Und das möchte ich euch jetzt hier gern zeigen, wie das funktioniert. So, ich prüfe dann immer. Ah, ob es schon ein bisschen fest geworden ist. So, jetzt kommt der Effekt. Da muss ich mir jetzt Weiß vorbereiten. Ich habe jetzt hier Alkohol-Ink. Nehme ich mal das Fluid von Octopus. Ich habe auch das andere von Octopus. Ich weiß nicht, ob es mit der Farbe, normal geht es aber mit weißen Farbe für UV-Harz auch. Ich habe das jetzt mal mit diesem Alkohol in getestet. So, das vermische ich jetzt hier. Ich muss nicht alles reinmachen, aber es sollte schon einen guten Weißton haben. So. Und dann gebe ich mir hier einen Tropfen drauf. Die Größe nach Belieben. Ihr könnt größere und kleinere Tropfen machen. Ich werde hier unten mal einen großen Tropfen machen. So einigermaßen rund. Wäre nicht schlecht. Und dann nehme ich ein Wattestäbchen. Und nehme mir das von der Mitte her wieder weg. Ich sauge mir das quasi hier von der Mitte her mit dem Wattestäbchen auf. Das wische ich dann immer mit dem Küchentuch ab, bis die Mitte frei ist. So. Und dann nehme ich mir etwas klares UV-Harz und gebe es in den Tropfen hinein. Seht ihr? Dann habe ich so eine weiße Umrandung. Dann nehme ich mir den nächsten Tropfen vor. So zwei, drei Tropfen könnt ihr machen und dann könnt ihr das anhärten und dann auch noch eine Schicht drüber geben. So, ein bisschen kleiner. Wieder mit dem Wattestäbchen vorsichtig in der Mitte die Farbe wieder wegnehmen. Ein paar Mal kann man das Wattestäbchen nehmen und dann merkt es selber, wenn es nicht mehr aufsaugt, dann nehmt ihr einfach das nächste. So, und dann wieder klares Harz in die Mitte. Dann mache ich noch einen. Noch einen Tropfen weiter oben. So. Dann wieder mit dem Wattestäbchen abnehmen. Ich finde es so genial. So ein toller Effekt. So, die andere Seite vom Wattestäbchen noch.
Okay. Oh, das ist was drin. Ein Fussel oder irgendwas. Na, ein Glitzer. Na, dann ist es jetzt halt so. Und etwas klares Harz hinein. So, die ersten drei Wassertropfen sind fertig. Jetzt gebe ich das mal in meine Lampe. Mach dann mal 10 Sekunden. Genau, das Wattestäbchen tausche ich jetzt aus gegen das nächste. Ich kann wieder vorsichtig prüfen. Ja, das ist nicht ganz hart, aber ich mache jetzt erstmal wieder eine Schicht Klares über alles drüber. So, etwas verteilen, dass die ganze Oberfläche bedeckt ist. Dann für 30 Sekunden in meine Lampe. Das ist jetzt halt viel Wartezeit, aber ich finde, es lohnt sich. Es sieht so genial aus. Ich weiß gar nicht, ob man das mit normalem Harz auch machen kann. Mit UV-Harz geht es auf jeden Fall gut. Gut, mit normalem Harz, das dauert eben. Da muss man wieder trocknen oder ja, härten lassen. So, 30 Sekunden sind vorbei. So, das ist die erste Schicht. Sieht man das überhaupt? Und dann mache ich jetzt noch eine zweite Lage. So. Dann wieder das gleiche Spielchen. Erstmal weiß. Das kann man jetzt auch so ein bisschen überlappen lassen. Ist gar nicht schlecht. So, hier. Dann mein Wattestäbchen in der Mitte wieder die Farbe abnehmen. Und klares Harz in die Mitte. Das ist so cool. Ich finde das so witzig. Dann hier. Machen wir es auch ein bisschen drüber. Okay. Wieder mit dem Wattestäbchen. Abtupfen. Dass einfach nur so ein bisschen Rand stehen bleibt von dem Weiß. Und dann tropfen Klares hinein. Und dann machen wir noch eins. Das kann so minimal überlappen. Das sieht dann 3D-mäßiger aus. So. Okay. Und dann wieder Klares hinein. Das hätte es mehr überlappen können. Aber ich denke, man sieht den Effekt ganz gut. Das mache ich jetzt wieder für 10 Sekunden in die Lampe. Mit der Zeit löst sich dann, je öfter man das in die Lampe gibt, löst sich das von der Form. Da muss man aufpassen, dass kein Harz drunter läuft. Jetzt mache ich dann, also wenn man die Tropfen reingegeben hat, dann muss man nochmal eine ganze Schicht drüber machen. Und dann kann man noch eine Schicht aufbauen. Aber ich denke, dann reicht es auch. So, kurz schauen, dass es überall hinkommt. So, dann machen wir mal 30 Sekunden in die Lampe.
Ach, da ist noch was. Und vorhin war was an. Das, wo ich das Herz probiert hatte. Dieses, da ist ein bisschen blau, blau-grün, gelb drin. So witzig. Also ich finde es wirklich genial. Ich bin so froh, dass der Effekt funktioniert. Das ist so klasse. Also eine Lage mache ich noch. Und dann können die vielleicht auf der Rückseite, müssen wir probieren, wie das aussieht mit Glitzer. Oder irgendwie vielleicht blau. Ein bisschen blau einfärben, genau. Dann hat man ein bisschen Kontrast. Das biegt sich jetzt schon ein bisschen in der Form. Das ist halt UV-Harz, genau. Also, dann machen wir jetzt nochmal eine letzte Schicht. Nochmal drei Bläschen. Machen wir es dann mal. Ja, ich lasse es wieder überlappen. So ein bisschen vielleicht. Eine große Blase machen. Das könnt ihr selber entscheiden, wie groß die sein soll. Einfach in Kreisform auseinander machen. So. Wattestäbchen. Das Wattestäbchen fusselt mit der Zeit, dann nehme ich die andere Seite noch. Ja, da muss man dann halt ab und zu eins austauschen. So, dann wieder das klare Harz drüber. So. Wunderbar. Dann nochmal. Vielleicht mache ich das jetzt hier. Und lasse gar nicht mehr so viel überlappen. Hier einfach eine größere. Und durch die Schichten ist es wirklich halt so eine 3D-Wirkung. So, jetzt wieder ein bisschen abnehmen. Okay. Bis die Mitte dann frei ist. Seht ihr? Und dann geht es wieder mit klarem Harz hinein. Toll. Ich weiß nicht, soll ich da unten noch eine kleine Blase? Ja, ich mache noch eine kleine Blase. Okay, überredet. Hier noch was Kleines. So. Ich nehme ein frisches Wattestäbchen. Schon ständig abputzen. Bisschen nervig. Aber mein Gott, wenn es funktioniert, dann freue ich mich. Und dann kann ich euch wieder was präsentieren. So. Wie gesagt, wenn hier irgendwo noch ein Bläschen drin ist, das könnt ihr in dem Fall ruhig lassen, weil das gehört so. Das muss einfach so sein. Das passt zum Motiv. Jetzt meistens mal 10 Sekunden. Und dann meine Abschlussschicht drüber. Und die werde ich dann gleich ein bisschen mir mit einfärben. Am besten, weiß nicht, mit Blau oder Blau passt gut. Ich mache mal 10 Sekunden. Blau passt gut. Wie Wasser. Es sind ja Wassertropfen. Genau, dann mische ich mir was gleich zusammen. Nehme hier auch wieder von Octopus, das Resin Ink. Ich mache mir jetzt aber nur einen Tropfen auf die Seite, weil das ist so pigmentiert, da braucht man gar nicht viel.
Jetzt, was macht mein Werk? Es löst sich jetzt hier schon aus der Form. Vielleicht mache ich jetzt mal kurz noch diese Seite. Und dann muss ich schauen, ob ich das aus der Form rausnehme. Es wäre jetzt blöd, wenn mir das Blaue runterläuft. So, schauen wir mal. Es geht schon raus hier. Voll cool. Mega cool. Ja, ich mache es in die Form rein, aber ich muss halt vorsichtig, vorsichtig einfüllen. Mein Pinsel. Nehme ich hier nur ein Tröpfchen. Und seht ihr, wie das schon intensiv ist? Also es ist wirklich Wahnsinn. Zu dunkel möchte ich es mir nicht machen. Das soll nur ein Hauch sein. Tja, Deli. Obwohl, hier kommt es ziemlich hell raus. Vielleicht noch ein Tüpfchen. Das ist Wahnsinn. Gleich so intensiv. So, vorsichtig einfüllen. Vorsichtig einfüllen, dass es mir nicht unter den Rand läuft. Sonst habe ich das Blau auf der Vorderseite. Das möchte ich vermeiden. Ja, da geht schon was rein. Wem das Video zu lang ist, hatte ich mal eine Beschwerde in Anführungszeichen. Hat sich immer beklagt, das Video sei zu lang, ich soll mich aufs Wesentliche konzentrieren. Alles klar, ich habe das gar nicht kommentiert. Wem es nicht passt, der muss es nicht anschauen oder kann vorspulen oder ja. Genau, so viel zum Thema. Manche finden es toll. Manche sehen sie es gern an. Und für die mache ich es dann einfach. So. Ich denke, ich habe jetzt überall was drauf. Ich kann das später noch domen mit einer Schicht klarem Harz. Dann mache ich es mir auf eine feste Unterlage. Damit mir das ja auf jeden Fall nicht runterläuft. Hier wackelt es ein bisschen. So. Also ich hatte das jetzt einfach 30 Sekunden geschafft. Oh, das ist so toll. Also ich finde es so cool. Und das wieder sauber machen. Ja, wenn es jetzt was Blaues drin ist, dann dauert es sowieso ein bisschen länger. Also wenn irgendwie Farbe drin ist, dann verzögert sich das. Mit der es dauert einfach länger, bis es trocken ist. So. Ich mache nochmal 30 Sekunden. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Also bei dem Hobby braucht man Geduld. Mit UV-Harz geht es noch besser. Von der Geduld her. Da wartet man halt mal ein paar Sekunden oder eine Minute. Und dann kann man den nächsten Schritt machen, wenn man mit zwei Komponenten Epoxidharz arbeitet, das ist natürlich, dann wartet man dann 24 Stunden bis zum nächsten Schritt. Das ist dann zäher. Also ab und zu mal mit UV-Harz ist gar nicht so schlecht. So, also schauen wir mal. Erstmal, ob es fest ist. Ja, hört sich gut an. Tada! Wow, cool. Oh, ich finde das super. Mega! Die Kanten sind noch ein bisschen jetzt zum Bearbeiten, aber beziehungsweise ich werde das ja dann noch domen.
Die Bläschen, die gefallen mir gut auf der Rückseite. Ja, die sind dann nachher auch drin. Also zum Motiv passt wunderbar. Sonst kann man mit dem Feuerzeug kurz drüber gehen, bevor man es härtet. Dann verschwinden die auch. Aber jetzt bin ich glücklich. Also noch Domen, das mache ich dann alleine. Und Anhänger dran. Und dann ist das Schmuckstück fertig. Dann wünsche ich euch immer viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, euch gelingt es. Macht mega viel Spaß. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao.